Hier ist irgendein Tier, guck mal. Tapsen, siehst du das? Das ist doch aber was anderes hier. Was? Guck mal, hier sind Klamotten noch eingepackt in der Folie. Was ist denn hier kaputt? Täschchen mit allen möglichen Stiften drin, Zigarettenpackungen. Guck mal, hier liegt noch ein Handy. Wo scheppert's? Da draußen. Psst. Ich hab Stiften gehört. Ich würde sagen, wir machen so lange weiter, bis wir oder die uns sehen. Hier ist jemand. Das sind, glaube ich, Fahrten, wenn eine Gefahr ist oder so ein Kram. Ja, oder ist hier auch ein Gleissystem, ne? Könnte sein, ne? Durchschreibebuch. Ein Durchschreibebuch, und was macht das? 80 Pfennig. Na, dann stinkt nochmal das Heft zum Schreiben. Ach so, mit gleich, das drückt dann durch. Mit so Pauschpapier. Das ist aber alles hier noch so viel Zonenzeug, gell? Regale mit Ersatzteilen. Oder Kleinteilen. Aber alles noch VEB, gell? Da sag ich doch, alles VEB. Wir haben auch noch so Druckerzeug. Stempelkissen. Eingepackt noch. Original DDR. 70 Pfennig. Oder ja, 70 Pfennig, ne? Siehst du, das sind noch die Packung drumherum hier. Liegen ohne Ende Gummistiefel rum. Und ein ganzer Raum mit Regalen. Hier Verzobänder. Kommst du nicht rein? Traust dich nicht? Ich dachte, du hast irgendwas gesehen. Helme mit Infutter. Das, weißt du, was das ist hier? Das ist die Kleiderausgabe. Hier liegen Arbeitsklamotten. Hier liegen Helme, hier liegen Stiefel, hier liegen Klamotten. Also ist das die Kleiderausgabe gewesen hier. Guck mal, die Stiefel sind nie getragen worden, so wie die Sohlen aussehen. Die sehen nagelneu aus. Da hier überall liegen die rum. Das ist 74, 76. Guck mal, hier ist noch ein ganzer Karton mit eingepackten Glühbirnen. Gummistiefel ohne Ende. Nicht getragene Gummistiefel. Also hier haben sie wahrscheinlich dann wirklich die Ausgabe der Arbeitskleidung gemacht. Schaltkontakte, Verzobband, Elektroteile. Da ist noch eine alte Mülltonne. Schauen wir mal, was die Jungs machen. Guck mal, hier sind Klamotten noch eingepackt in der Folie. Die Arbeitsklamotten. Hier sind auch ganz viele Gummistiefel, alle nicht benutzt. Da hinten ist ein Licht, da hinten ist Anthony. Gehen wir mal in die Richtung. Ne, hier sowas, das große hier. Das wird hier Kreide zusammengefallen sein, also hier zusammengelaufen. Dornzeichenstifte. Alles 70 Pfennig pro Stück. Sehr altes Zeug hier, gell? Hi. Also die haben auf jeden Fall schon mal ein Datum. Hier steht nämlich Wareneingänge von 1.7.74 bis zum 31.12.76. Also ein paar Jährchen ist das hier schon alles alt. Schieben wir auch mal wieder nach hinten. Schutzbekleidung. Ach ja, hier sind auch Schürzen, guck mal. Ja, hier ist auch Schutzbrillen. Von Babelsberg sind die. Das sind für die Schuhe hier, für die Stiefel. Schutz. Ich denke mal, vielleicht für Schweißen oder so, ja? Weiß ich nicht, könnten Gamaschen sein, ja. Ich weiß es gar nicht, wo das denn ist, da ist er. Schauen wir mal. Hier weiter. Gehen wir in die nächste Halle. So, hier sehen wir auf jeden Fall mal eine Halle. Mach ich mal ein bisschen heller. Da gehen wir gleich durch. Anthony guckt sich da hinten irgendwas an. Christian ist, glaube ich, jetzt schon ein Stück weiter. Da kommt er. Hier ist irgendein Tier, guck mal. Tapsen, siehst du das? Von einer Katze oder sowas. Hier ist eine Urkunde. Herbstlauf. Ja, hier sind die ganzen Spulen drin mit den Garnen, gell? Extrem viel. Anthony sagte gerade was von einem Kalender von 2010, gell? Ja, der Hinweis. Bitte die Hülsen nach Farbe sortieren. Okay. Hier ist aber alles nass, Christian. Der ganze Boden ist nass. Hier sollten wir mal gucken, ob wir es wagen oder nicht. Weil das hier sind auf jeden Fall erstmal Produktionshallen. Das siehst du ja hier an den Lampen hier schon, weil hier unten drunter die Tische standen, damit die ordentlich Licht hatten. Und hier haben wir eine Waage. Die gute. Die haben wir im Field Lost Places schon gehabt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie heißt sie? Rapido, genau. Unterlagen, Akten, Kreide. Ist leer. Hier drüben haben wir noch einen Schreibtisch mit Ordnern und Spulen. Frühstücksraum, wa? Na, hier Kaffee. Das ist natürlich mega groß. Das geht ja ganz schön weit.
Das ist richtig groß. Guck mal, hier haben sie die ganzen Spulen drauf gemacht. Das kann ich dir nicht erklären, ja. Das ist eine Absaugung. Hier waren die Spulen drauf, denke ich. Und dann... Ja. Sind da die Fäden draufgelaufen? Genau. Das haben sie quasi von der... Ich nehme an, da sind die Spulen draufgelaufen. Und wenn sie die Wolle da gemacht haben, die Fäden sind da draufgelaufen, nehme ich jetzt an. Und dann wurde es irgendwann eine volle Spule. Denke ich jetzt. Ist jetzt so eine Vermutung. Das ist doch aber was anderes hier. Was ist denn hier kaputt? Das sieht doch aber inszeniert aus. Behaupte ich jetzt mal. Also hier ist ein... ich bin gerade sprachlos. Als ob das alles so hingestellt wurde. Hier ist noch ein Täschchen mit allen möglichen Stiften drin. Zigarettenpackungen. Guck mal, hier liegt noch ein Handy. Da, altes Nokia. Das sieht komisch aus, ne? Ja, hat doch einer gehaust. Hier hat jemand gehaust, scheinbar. Mit der Couch dazu. Also hier hat sich jemand so eingerichtet, wie man es halt kann. Ja, aber wenn du ganz hinten bist, dann... Hier hängen sogar persönliche Bilder. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich von jemandem ist. Aber hier hängen alte Fotos. Hier auch. Videokassetten. Kickbox-Fighter. Also das ist ein bisschen sehr komisch hier. Silberbier, das nennt man Blechrauchen. Was denn? Was denn? Da liegt ein altes Samsung. Die sind wohl aktiv hier oder was? Und hier scheint es in den Keller zu gehen. Gibt es eine Umkleidekabine? Vorsichtig. Entlang. Hier haben sich Leute umgezogen. Oh, jetzt habe ich das jetzt auch geschickt, dass sich das so oben noch dreht. Wer weiß denn von euch, was PVI heißt? Wenn es jemand weiß von euch, bitte in die Kommentare schreiben. Hier haben wir wieder so ein Handlager, würde ich mal behaupten. Eine Werkstatt, hier sind ganz viele Dichtungsringe, Knöpfe und Schalter. Und da hinten wurde sich mal ein Kaffee gemacht. Hoppala. Hier ist der WC-Bereich, sogar mit Zahnbürsten. Allein schon die Wand ist ja mega. Das sieht echt cool aus. Also hier ist die Produktionsabteilungsleiterbude mit einer Küche. Hier wird die Umkleide sein mit Büro. Duschstelle 71 bis 72 mit gereinigten Saugkörpern im Avivgard Adapter eingerichtet. Das ist von 93,96 das Buch. Könnte ein Schichtbuch sein. Material. Draußen Shepherds im Museum. Wo Shepherds? Da draußen. In der Halle. Das waren aber die normalen Schiffe, das hat sich schon gut gehört. Es kann natürlich sein, dass hier auch noch jemand ist. Hier ist jemand. Ich denke, das kommt von da. Ich würde sagen, wir machen so lange weiter, bis wir oder die uns sehen. Hier haben wir noch mal eine Waage und wir schauen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt auf das Ganze. Ob jetzt jemand hier ist, ich habe keine Ahnung. Kann es ja noch hier sein. Geht wurscht. Also die Stimmung ist hier gerade sehr mysteriös. Das ist total unheimlich mit dieser Folie hier, gell? Was haben wir hier für einen Kalender? 2011. Das ist noch eine große Halle. Hier sieht es gut aus. So. Wo ist eine Lüftungsabsaugung? Drüben ist bestimmt die Warnannahme. Also hier war noch Gabelstapler, siehst du das? Gabelstapler-Gabelstation. Hier scheint auf jeden Fall mal eine größere Maschine. Also hier sind die Stapler lang gefahren, niemals, oder? Nicht über den Holzboden, oder? Nee, das ist mir zu heiß. Guck mal, wenn du hier runterporzest, das ist ja schon alles zerknackt. Hier drin riecht es extrem nach irgendwelchen Reinigungsmitteln oder sowas.
Das ist wirklich ein Geruch, den man eigentlich nie vergisst. So eine Möbelpolitur oder sowas. Also das war das, die verlassene Textilfabrik. War auf jeden Fall eine mega coole Location. Ich stehe ja so auf Industrie. Industrie und Krankenhäuser und Bunker. Das ist so meine Mischee. Wir sind halt der Meinung, und das alle drei, dass wir Stimmen gehört haben. Es kann natürlich sein, dass hier andere Urbexer sind, dass wir nicht alleine sind. War noch viel zu sehen, war auch schon viel weggebaut, aber Ware an sich war noch haufenweise da, also ja. Wahnsinn. Die ganze Spulen, alles geil. Und ja. Sehr interessant, von welcher Zeit ungefähr. War aber ziemlich weitläufig die Zeit. Von ja, bis ganz von weit. Von VEB bis 2011. Das aktuellste Datum, was wir gesehen haben, war 2011. Also ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefallen hat, und aktiviert kostenlos die Glocke und schreibt was Nettes in die Kommentare. Genau. Und wir wünschen euch in diesem Sinne alles Gute und sagen auf morgen bis Wiedersehen. Genau. Bis Freitag. Ciao. Ciao.